Vier strahlende Gesichter für die vier Ringe in Oschersleben. Audi feiert mit Matthias Ekström, Martin Tomczyk und Eduardo Mortara einen Dreifachtriumph beim achten Lauf zur DTM in der Magdeburger Börde. Routine wird das ganz sicher nicht. Das war heute ganz schwer hart erarbeitet, wie auch im Brands Hatch. Aber natürlich besonders schön, dass es am Ende so gut ausgegangen ist. Man hat gesehen, dass Matthias wirklich in einer eigenen Welt gefahren ist. Ich bin ganz einfach von der gesamten Mannschaft wirklich, wirklich begeistert. Der souveräne Gewinner heißt Matthias Ekström. Der Schwede im Audi A4 DTM erwischte einen perfekten Start und konnte in der siebten Runde bereits die Führung übernehmen, die er bis zum Ende nicht mehr hergab. Coolness und Souveränität hatte in Oschersleben einen Namen, Matthias Ekström. Ekström feierte damit seinen 16. Sieg in der DTM. Ja, da war schon viel Action in den ersten paar Kurven. Habe ich auch ein bisschen Glück gehabt, dass ich da nicht involviert war. Der, muss ich sagen, mit dem Wetter habe ich schon gedacht, nach meinem mittelmäßigen Start, ich bleibe eh vorsichtig, renne ins Lang. Und auf einmal war ich P2 nach den ersten paar Kurven da und da muss ich sagen, da war so ein schönes Gefühl. Überragend auch der Start von Martin Tomczyk. Er führte vor dem Rennen mit nur einem Punkt vor Bruno Spengler und sprang gleich nach den ersten Runden von Startplatz 14 auf Platz 5. Kämpfte sich im Verlauf immer weiter vor und verlor in der 17. Runde sogar seine Motorhaube. Wahnsinn, es war ein verrückter Nachmittag für den Rosenheimer. Auf alle Fälle lief es hervorragend und Regen, glaube ich, oder war das, was ich mir gewünscht habe nach dem gestrigen schlechten Qualifying. Das war für mich so der Lichtblick, dass es wirklich nach vorne gehen kann, dass es so weit nach vorne geht. Glaube ich, haben wir uns nicht ausgerechnet, aber ist natürlich ein fantastisches Ergebnis, nicht nur für mich, sondern für ganz Audi. Drei Audis ganz vorne. Ich glaube, jetzt haben wir nach Brands Hatch auch gezeigt, dass unser Auto wirklich schnell ist im Regen. Sein großer Konkurrent im Kampf um den Titel, Bruno Spengler, erwischte in seinem Mercedes-Benz einen schwarzen Sonntag. Nach einem tollen Start übernahm er zwar noch die Führung, als er sich aber nach diesem Manöver über die Curbs seine rechte Vorderradaufhängung beschädigte, hakte es beim Reifenwechsel. Sein zweiter Pflichtboxenstopp verpasst. Er verlor 30 Sekunden und fiel zurück auf Platz 11. Heute haben wir einfach Pech gehabt. Auf einmal ging mein Auto nicht mehr, hat stark vibriert vorne. Haben meine Jungs sehr hart versucht bei der Boxenstopp, das wieder gut zu machen. Die haben alles gegeben, aber leider war nicht möglich für den in so einer kurzen Zeit das wieder gut zu machen. Weil ich wieder auf der Strecke habe ich versucht, einigermaßen da zu bleiben, aber das ging einfach nicht mehr am Ende. Kurz vor Schluss stellte Spengler seinen Wagen dann ohne Punkte in der Garage ab. Wir haben uns da gegenseitig hochgepäppelt und deshalb verbindet uns sehr viel. Und es wird auch immer so sein und ja. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Ja, der hat mich unterstützt, wie er das immer macht, bei mir gestanden, wie er das immer gemacht hat, seit die lange Zeit, dass wir zusammenarbeiten und wir halten zusammen und hat er mir gesagt, mach dir keine Sorge, die zwei nächsten Rennen greifen wir wieder an. Dritter in Oschersleben, der Italiener Eduardo Mortara vor dem Briten Gary Paffett, dem besten Mercedes-Piloten, der vom letzten Platz auf Platz 4 fuhr. Grundsätzlich können wir natürlich sehr zufrieden sein. Enttäuschend ist das Ergebnis aber für Bruno in der Gesamtwertung. Aber für mich persönlich war es natürlich ein super Tag. Das Ergebnis von Oschersleben. Ekström siegt vor Tomczyk und Mortara. Dahinter die ersten Mercedes-Benz mit Paffett und Vitoris. Frühzeitig ausgefallen unter anderem Timo Scheider und Ralf Schumacher. In der Gesamtwertung führt nun Martin Tomczyk mit 9 Punkten Vorsprung vor Bruno Spengler. Noch 2 Rennen für die großen zwei. Die Entscheidung über den Champion kann schon in Valencia beim nächsten Rennen am 2. Oktober fallen. Der Showdown in der DTM 2011 rückt näher.